Heute im Wieso-Duell die größten Handelsketten für Tiernahrung und Tierzubehör. Fressnapf gegen den Herausforderer Das Futterhaus. Und die größten Handelsketten für Deko- und Wohnaccessoires. Das Depot gegen Butlers. Herzlich willkommen zu einer neuen Doppelfolge des Wieso-Duells. Heute wird es bei uns schick und tierisch, denn wir widmen uns den beiden größten Deko-Ketten in Deutschland, Depot und Butlers. Und wir schauen mal auf die beiden größten Filialisten, die sich mit Tierbedarf auseinandersetzen, Futterhaus und Fressnapf. In jedem dritten Haushalt in Deutschland leben inzwischen Heimtiere. Manchmal sind es die kleinen hier, manchmal natürlich auch die etwas größeren. Aber eins ist klar, den Fachhandel freut's, denn die Deutschen geben im Jahr etwa 4 Milliarden Euro aus für Futter und sonstiges Zubehör. Höchste Zeit also mal, die größten der Branche unter die Lupe zu nehmen. Futterhaus und Fressnapf im tierischen Wieso-Duell. Fressnapf. Hier gibt's alles rund ums Tier. Das Unternehmen ist die Nummer 1 am Markt mit 823 Filialen in Deutschland. Eigener Online-Shop, XXL-Märkte, Kleintierverkauf. Und das bringt Umsatz 2012 allein in Deutschland 968 Millionen Euro. Der Herausforderer, das Futterhaus, der Laden mit dem gelben Hund im Logo. Insgesamt 281 Filialen gibt es, bislang nur in Deutschland und in Österreich. Das Umsatzplus von 12% im vergangenen Jahr aber ist eine Kampfansage an den Marktführer. Das Wieso-Duell kann beginnen. Ringfrei für Runde 1. Das Sortiment. Vögel, Hunde, Katzen, Kaninchen und zwei alte Esel. Im Tierheim Heidelberg haben mehr als 100 Tiere ein zumindest vorübergehendes Zuhause gefunden. Und sie weiß, was ihre Tiere wünschen. Annegret Oehlenheinz, Tierheimleiterin. Schon von Berufs wegen eine ausgewiesene Expertin für Tierbedarf. Sie bitten wir, uns eine Einkaufsliste zu schreiben, mit der wir das Sortiment der Duellanten testen können. Es ist nichts Exotisches dabei, es sind Alltagssachen, die jeder Hunde-, Katzen- und Kleintierbesitzer immer wieder braucht. Vom Babyfutter für Katzen über das Kaninchenhaus bis hin zur Chinchilla-Badesand. 10 bunte Artikel für fast jeden tierischen Gusto. Alles für mein Tier, zumindest der Slogan von Fressnapf passt doch schon mal. Wir arbeiten die Einkaufsliste ab und finden vieles ziemlich zügig. Happy Dog, Karibik, da haben wir es schon. Katzenfutter, Hundefutter, die Vogelsitzstange und selbst das Degu-Kräuterfutter, kein Problem. Bei der 15 Watt Leuchtstoffröhre allerdings scheitern wir. Das ist leider ausverkauft hier. 15 Watt ist nicht da. Rüber zum Futterhaus. Der Einkaufskorb füllt sich auch hier ziemlich zügig. Wir finden 8 von 10 Produkten. Die Gesamtauswertung im Tierheim Heidelberg. Insgesamt haben wir in je 3 Filialen von Fressnapf und von Futterhaus eingekauft. Von den 10 Produkten auf unserer Liste bekamen wir durchschnittlich 8,3 beim Futterhaus und 9,3 bei Fressnapf. Ein eindeutiges Rundenergebnis. Ein Punkt für Fressnapf. Fressnapf geht nach Runde 1 in Führung. Auf zur Testrunde Nummer 2. Die Beratung. Wer sich einen Welpen kauft, braucht gute Beratung. Meist ist der Fachhandel die erste Anlaufstelle für die Erstausstattung. Wir wollen wissen, wie kompetent beraten die Mitarbeiter der beiden Märkte. Fachliche Unterstützung holen wir uns bei Sonja Mayburg. Die erfahrene Hundetrainerin betreibt die Hundeschule Holledau bei Landshut. Ihre Welpenwunschliste? Also in eine gute Welpen-Erstausstattung gehören Leine, gut sitzendes Busgeschirr, ein kuscheliges Hundebett, Fressnäpfe, Spielzeug, Autosicherung, auch ganz am Anfang schon und falls vom Züchter nicht mitgegeben, Hundefutter. In einem Fressnapfmarkt bei München lassen wir uns mit versteckter Kamera beraten. Wir geben vor, in 3 Wochen Familienzuwachs zu erwarten, einen Golden Retriever-Welpen. Was muss rein in die Erstausstattung? Die Mitarbeiterin empfiehlt uns zunächst mal ein Bett. Allerdings keins, das mitwächst. Schade. Bei Geschirr und Halsband traut sie sich nicht, die Größe zu schätzen. Wir sollen wiederkommen mit dem Welpen. Im Klartext, wir müssten ohne Leine zum Züchter.
Immerhin, für den späteren Transport gibt es einen Hinweis. Wenn der Hund im Auto nicht gesichert ist, gibt's Punkte in Flensburg. Mehr als eine Stunde sind wir im Laden. Positiv, es gibt jede Menge Infos zum Leben mit Hund. Auch im Futterhaus lassen wir uns beraten. Zielstrebig führt uns die Mitarbeiterin durch die Regale. Sie rät uns zu einem großen Bett und hat dazu einen Tipp. Ausstaffieren mit alten Handtüchern und Decken. So kann der Welpe reinwachsen. Gut. Und auch in puncto Hundegeschirr hat sie eine Lösung. Wenn's nicht passt, können wir problemlos umtauschen. Expertin Sonja Mayburg checkt unsere Einkäufe. Im Futterhauskorb sind alle wichtigen Produkte drin. Bei Fressnapf haben wir zusätzlich einen Halsbandanhänger gegen Zecken und ein Pfotenpflegespray bekommen. Beides überflüssig und nutzlos. Das Fazit? Die Welpenerstausstattung vom Futterhaus hat ganz hauchdünn die Nase vorn, weil da ist schon dabei Brustgeschirr und Leine. Man muss den Welpen ja auch bereits unterwegs auf dem Weg vom Züchter auch mal kurz rauslassen können. Und es ist dabei eine Autosicherung. Und das Bett ist ein bisschen größer als das von dem anderen. Das heißt, tendenziell passt vielleicht sogar der große Hund schon rein. Leichter Vorteil fürs Futterhaus also. Bei 4 weiteren Testbesuchen kann Fressnapf den Rückstand aber aufholen. Unterm Strich bleibt keine nennenswerten Unterschiede bei der Beratung. Unentschieden in Runde 2. Je ein Punkt für Fressnapf und das Futterhaus. Die nächste Runde im Duell. Der Preis. Die Beratung ist bei beiden Duellanten kostenlos, aber das war ja irgendwie auch zu erwarten. Bei Zubehör und Futter sieht das natürlich anders aus. Da versprechen beide Duellanten günstige Preise. Aber wer hält sein Versprechen auch? Genau das vergleichen wir jetzt. Die Heimtiermesse in Hannover, der Treffpunkt für Tiere und Tierliebhaber. Tausende Experten tummeln sich hier. Wir wollen von Ihnen wissen, wer ist günstiger, Futterhaus oder Fressnapf? Ich habe eine Futterkarte beim Futterhaus, eine Prozentekarte. Ich hoffe, dass ich da richtig liege mit meinen Prozenten, dass ich da günstiger bin. Dirk, wo kaufen wir immer ein? Ich denke, dass Fressnapf günstiger ist. Ist das Fressnapf? Ich denke, die nehmen sich nicht viel. Ungefähr das Gleiche. Ja, Fressnapf, nickt. Fressnapf. 55 Besucher haben wir insgesamt befragt. Das Urteil? 28 denken, Fressnapf sei günstiger. 22 stimmen für das Futterhaus, 5 enthalten sich. Liegt die Mehrheit hier richtig? Das wollen wir wissen und machen den Preisvergleich. Das Kleinnagerhaus Typ Hanna. Bei Fressnapf 8,99, beim Futterhaus gleicher Preis. Die Hundeleine Flexi Basic Comfort im Fressnapf 13,99, im Futterhaus 14,99. Fischfutter Tetramin. Die 100 ml Dose kostet beim Marktführer 3,19 €, beim Herausforderer Futterhaus hingegen 3,29 €. Eine Dose Katzenfutter von KitKat kostet bei Fressnapf 59 Cent, Konkurrent Futterhaus ist wieder etwas teurer, 69 Cent. Hundefutter von Pedigree, bei Fressnapf 85 Cent, beim Futterhaus 99 Cent. Im Fressnapf hat unser Einkaufskorb 27,61 Euro gekostet, beim Futterhaus dagegen 28,95 Euro und damit eindeutig mehr. Der Preispunkt geht an Fressnapf. Es steht 3:1. War das schon der K.O. fürs Futterhaus? Runde 4. Die Qualität. Futterhaus ist also teurer. Aber ist deshalb auch die Qualität besser? Das testen wir jetzt. Und zwar mit Futter. Allerdings nicht mit dem frischen hier. Guck mal, hast du Hunger? Gar keinen Hunger? Ich gar keinen Hunger, gell? Macht nichts. Wir testen Hundefutter. Je 2 der Eigenmarken von Fressnapf und von Futterhaus. Die Proben werden im Labor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Speyer analysiert. Wir werden diese Hundefutter untersuchen auf Inhaltsstoffe. Wir werden nach Mineralstoff schauen. Wir werden nach Spurenelementen schauen und wir werden Vitamine analysieren. Wie ausgewogen sind die Fertigfutter zusammengesetzt?
Enthalten sie die richtige Mischung von Mineralien und Vitaminen? Die Ergebnisse der Untersuchungen. Als erstes kann man zusammenfassen, dass bei diesen Feuchtfuttern grundsätzlich immer zu viel Eiweiß und zu viel Fett ist. Und ganz extrem war es beim Vitamin A-Gehalt. Eine Überversorgung über längeren Zeitraum kann zu einer Reduktion der Futteraufnahme führen und zu Lähmungserscheinungen. Wie erklärt der Marktführer das Laborergebnis? In beiden Produkten wird zum Beispiel Leber verarbeitet, natürlicher Rohstoff. Und ebenso natürlich sind dann auch diese Schwankungen, denen das Ganze unterliegen kann. Allerdings, wir nehmen das sehr, sehr ernst, haben uns mit unserem Lieferanten und Produzenten dann auch zusammengesetzt und haben hier entsprechend die Rezeptur geändert. Das bedeutet, wir haben da auch insbesondere Laboruntersuchungen machen lassen. Und da konnte sich der Vitamin-A-Gehalt also deutlich geringer darstellen. Das Futterhaus teilt uns hingegen lapidar mit, dass das Futter für gesunde Hunde kein Problem sei. Das Rundenergebnis. Jeweils nur ein halber Punkt im Qualitätstest. Fressnapf bleibt in Führung vor der letzten Runde. Runde 5. Der Geschmack. Das Labor findet also Mängel bei beiden. Wie sieht's aber aus beim Geschmack? Wir haben die beste Jury zusammengetrommelt, die wir nur kriegen konnten. Und wollten wissen, was schmeckt denn eigentlich am besten? Ne? Der große Geschmackstest. Jetzt bei uns. Ja, ich hab fein, Mina. Nee. Für diesen Test braucht es einen guten Riecher. Wie den hier. Oder diesen. Auf der Heimtiermesse in Hannover haben wir sie gefunden. Unsere Testfresser. Wir bauen unseren Probierstand auf. Das Futterhaus tritt mit Aktiva Gold an. Der Premium-Eigenmarke. Sorte Lamm mit Reis. Fressnapf ist mit seinem Edelfutter Select Gold dabei. Geschmacksrichtung ebenfalls Lamm mit Reis. Wer wird wohl gewinnen? Ich lasse mich überraschen. Also ich kann es nicht wirklich sagen, welche Sorte jetzt sie bevorzugen würde. Ich denke, sie entscheidet sich für Fressnapf, weil wir das Futter von Fressnapf auch kennen. Meistens bekommen sie das, was wir so selber zubereiten für sie. Und deswegen finde ich das ganz, ganz spannend, wie die jetzt darauf reagieren. Sie werden es mit Sicherheit fressen. Die hat zwar ein feines Näschen, aber ich würde sagen, sie wird schon alles fressen. Rottweiler Vasco darf als erster ran. Er rennt sofort zum Fressnapf von Fressnapf. Klare Sache. Auch Hundedame Lola hat die Qual der Wahl. Und die fällt auf das Futterhaus. Ein Knochen für den Herausforderer. Wohin dackelt wohl Wolfsspitz Iota? Fressnapf geht in Führung. 10 Hunde treten den Gang an den Walnapf an. Nicht alle wollen kosten. 2 verweigern die Abstimmung. Das Endergebnis deshalb 5:3 für Fressnapf. Ein knapper Sieg für Fressnapf in Runde 5. Das Endergebnis steht fest. Nur 1,5 Punkte fürs Futterhaus. Mit 4,5 Punkten der klare Sieger im Wieso-Duell, Fressnapf. Fressnapf gewinnt also unser erstes Duell. Dazu herzlichen Glückwunsch. Aber damit sich Tiere und Menschen ja so richtig wohlfühlen zu Hause, braucht es noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Wohnlichkeit, Dekoration, Accessoires. Und genau das haben unsere beiden nächsten Duellanten im Angebot. Butlers und Depot. Unser Duell jetzt. 1995 eröffnet die Gries Deco Company die erste Depotfiliale. Heute gibt es rund 380 Depots in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit mehr als 330 Millionen Euro Umsatz ist Depot inzwischen Marktführer in Sachen Wohlfühlen im eigenen Zuhause. Butlers, der Herausforderer. Die Wurzeln des Unternehmens gehen zurück bis ins Jahr 1829. Die inzwischen 160 Filialen in ganz Europa machen im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Tendenz stark steigend. Das Wieso-Duell kann beginnen. Ringfrei für Runde 1. Der Shop.
Cocooning heißt das aktuelle Zauberwort im Einzelhandel. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und deshalb boomt das Geschäft mit Dekoartikeln und Wohnaccessoires. Die Profiteure des Trends, Butlers und Depot. Er wird die Duellanten für uns unter die Lupe nehmen, Thorsten Heyer. Ein Mann mit dem Blick für das Schöne, für das Außergewöhnliche. Mit seiner Agentur für Eventdesign organisiert er Veranstaltungen von Großunternehmen und Privatleuten. Seine Bewertungskriterien? Auf jeden Fall ist wichtig, wie breit ist das Sortiment, wie groß ist die Auswahl bei den einzelnen Läden. Wichtiger Punkt ist natürlich für mich auch die Sauberkeit, wie sind die Waren sortiert, aufgebaut, finde ich mich leicht zurecht in den Läden. Und auf jeden Fall ist auch ein Thema die Wohlfühlatmosphäre. Mit versteckter Kamera geht's in mehrere Depotfilialen im Rhein-Main-Gebiet. Helle Verkaufsräume, die Saisonwaren sind prominent platziert. Hier gibt es viel zu sehen und auch verschiedene Farbthemen und Ideenvorschläge. Das macht schon Spaß beim Shoppen. Aber wie sauber sind Waren und Regale? Also die Glassachen sehen alle gut sauber aus. Also ist jetzt auch bei den hintersten Sachen nichts schmutzig. Das finde ich schon mal sehr gut. Und auch der Möbelabteilung kann Thorsten Heyer einiges abgewinnen. Also hier finde ich schön, dass alles gut zusammenpasst und wie so eine kleine Erlebniswelt ist mit Tischlein, Garderobenhalter, sogar die Filzpantoffeln. Wechsel zum Konkurrenten Butlers. Schon beim Reingehen fällt dem Tester etwas auf. Bisschen Chaos hier. Alles schon zerpflückt. Die zerrupfte Deko, nur ein blöder Zufall? Wohl kaum. Auch in anderen Filialen immer das gleiche Bild. Enge Gänge, ein Sammelsurium an Waren. Wohlfühlatmosphäre, Fehlanzeige. Vieles wirkt unaufgeräumt und nicht durchdacht. Auch ein bisschen lieblos hier dekoriert. Einfach nur draufgestellt, ohne Logik. Und auch das finden wir immer wieder. Schmutz und defekte Produkte. Alles wirkt, als stünde es schon länger im Regal. Also das hier ganz schön siffig. Ich glaube, hier hängt noch der ganze Schmutz vom letzten Weihnachten drin. Das Urteil des Testers ist eindeutig. Bei mir hat das Depot auf jeden Fall die Nase vorne, denn dort finde ich viel mehr Produkte. Ich kriege mehr Inspirationsbeispiele, was den Einkauf erleichtert. Die Produkte sind auch besser sortiert. Bei Butlers wirkt das Programm eher stiefmütterlich behandelt. Viele Produkte stehen wahllos rum und ich finde mich im Markt sehr schlecht zurecht. Klarer Punktsieger in der ersten Runde, das Depot. Auf zur Testrunde Nummer 2, der Online-Auftritt. Eben war er für uns in den Läden, jetzt sind wir bei ihm zu Gast, bei Thorsten Heyer, unserem Experten in seinem Showroom. Hallo, danke, dass wir mal kurz reingucken dürfen. Was wir gerade eben im Film ja schon gesehen haben und auch bei Ihnen hier, wenn es um Dekorationen geht, dann wird alles unheimlich schön präsentiert, besonders bei Depot ja gerade eben. Warum ist das so wichtig? Deko ist auf jeden Fall ein emotionales Thema und deshalb ist es sehr wichtig, dass das Ambiente auch stimmt, dass sich der Kunde wohlfühlt und dann kann er besser einkaufen. Und was mir auch aufgefallen ist in den Läden, haben wir ja auch gerade gesehen und bei Ihnen sieht man es auch, Sie haben so Themenwelten, in die man sich flüchten kann. Warum machen Sie das? Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden, wenn sie das einzelne Produkt sehen, oft nicht die Vorstellung haben, wie das Endergebnis aussieht. Und deshalb ist eine Erlebniswelt schon das Endergebnis und die Kunden können viel schneller entscheiden, ob ihnen dieses Thema gefällt. Also kleine Unterstützung für die Kreativität sozusagen. Genau. Sehr gut, wir reden gleich nochmal weiter, gucken uns aber vorher noch einen anderen wichtigen Bereich an, nämlich die Online-Shops der Duellanten. Beide Filialisten verkaufen ihre Waren noch im Internet. Sie wird für uns testen, wie gut das funktioniert. Caro Hans, Studentin, 22 Jahre alt. Normalerweise steckt sie ihre Nase tief in die Studienbücher. Heute soll sie für uns je 6 vergleichbare Artikel bei beiden Duellanten bestellen. Von der Kerze bis zum Espressokocher ist alles dabei. Testlauf Nummer 1, Shoppen bei Butlers. Wir stoppen die Zeit, die Caro für den Einkauf braucht. So, ich suche mir jetzt erstmal die Kerze raus und gebe das einfach mal ein. Kriege ich auch direkt Vorschläge. Das finde ich immer gut. Bei der Kerze ist sie schnell erfolgreich. Und auch die 5 anderen Produkte findet unsere Online-Shopperin bei Butlers ziemlich zügig. Die Internetseite ist übersichtlich, der Bestellvorgang klar strukturiert. Insgesamt braucht Caro für ihren Einkauf 9 Minuten und 39 Sekunden. Gleicher Test bei Depot.
Auch hier sind alle Produkte vorrätig. Unsere Testerin braucht allerdings etwas länger. 12 Minuten, 15 Sekunden. Ihr Eindruck? Mir gefällt Butlers besser, denn die Artikel sind super übersichtlich aufgezeichnet. Unten drunter hat man schon eine Detailansicht. Das heißt, es geht für mich einfach richtig schnell in einen Blick. Ich weiß genau, was ich haben will. Und dann kann ich direkt auf Bestellen klicken. An Depot fand ich nicht so gut, dass man, wenn man einen Artikel sucht und eine genaue Vorstellung hat, muss man wirklich erst auf den Artikel draufklicken, um dann Details zu bekommen. Und selbst die Details fand ich leider nicht ganz so ausführlich. Insgesamt haben wir 6 Testpersonen online einkaufen lassen. Ergebnis der Stichprobe: In Sachen Nutzerfreundlichkeit hat Butlers die Nase vorn. Aber wie sieht es mit juristischen Fallstricken aus? Wie verbraucherfreundlich sind die Geschäftsbedingungen? All das ist sein Spezialgebiet. Christian Gollner, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Die Seiten zeigen kaum Unterschiede auf, sie sind im Grunde gleich, auch gleich seriös. Man muss als Verbraucher immer damit rechnen, dass gewisse Preise und Entgelte noch zusätzlich draufgeschlagen werden. Man sollte sich informieren über Bewertungen der einzelnen Shops. Aber bei Butlers und Depot kann man relativ sicher einkaufen. Keine nennenswerten juristischen Unterschiede also bei den Online-Seiten. Butlers punktet allerdings bei der Nutzerfreundlichkeit. Deshalb... Punkt für Butlers in Runde 2. Gleichstand 1:1. Die nächste Runde. Der Preis. Online bestellt, nach 2 Tagen geliefert. Aber welche der beiden Ketten ist günstiger? Wir machen den Preischeck mit diesen Waren. Eine Stumpenkerze mittlerer Größe kostet beim Depot 3,59 Euro, bei Butlers nur 2,99 Euro. Ein Holzbilderrahmen Größe 13 x 18 cm, 8,99 Euro bei Depot, 1 Euro mehr bei Butlers. Ein Backhandschuh aus Baumwolle, bei Depot zu haben für 4,99 €, beim Konkurrenten für 3,99 €. Vanilleduft fürs Wohnzimmer, 7,50 € pro 100 ml im Depot, die gleiche Menge kostet bei Butlers nur 6,77 €. Und schließlich ein 3-Tassen-Espresso-Kocher, Kostenpunkt bei Depot 9,99 €, Butlers ist günstiger 8,99 €. Insgesamt zahlen wir für unseren Warenkorb bei Depot 35,06 €, bei Butlers nur 32,73 €. Klare Sache beim Preis. Butlers zieht davon. 2:1 für den Herausforderer. Weiter zu Runde 4. Die Qualität. Heimtextilien wie Bettwäsche, Handtücher und Servietten stellen einen Gutteil des Sortiments von Depot und Butlers. Wir kaufen ein und bringen die Produkte zum Qualitätstest ins Labor. Bei Intertech in Fürth werden die Proben analysiert. Sie durchlaufen chemische Prüfungen auf gefährliche Farbstoffe und Allergieauslöser etwa und sogenannte Gebrauchsprüfungen. Wie farbecht sind die Materialien? Was passiert mit den Stoffen bei der Wäsche? Das wollen die Experten für uns herausfinden. Die Ergebnisse? Bei der Prüfung auf Schadstoffe wurden wir nicht fündig, sprich die Artikel sind sehr sauber rein chemisch betrachtet. Bei der Gebrauchsprüfung haben wir sehr deutliche Unterschiede festgestellt. Vor allem bei den Artikeln der Marke Depot war eine Serviette schon mit einem sehr auffälligen Webfehler versehen. Das könnte man im Neuzustand schon reklamieren. Der gleiche Artikel nach der Wäsche war sehr stark verzogen. Auch das ist ein versteckter Mangel, der reklamiert werden kann. Wegen der schlechten Verarbeitung mehrerer Servietten haben wir bei Depot nachgefragt. Die Stellungnahme? Ein Verzug in dem im Test festgestellten Maß ist uns bisher nicht bekannt oder durch Reklamation beanstandet worden. Wir nehmen diese Information deshalb sehr ernst und zum Anlass, die Ursachen hierfür zu prüfen und an der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte zu arbeiten. Das Rundenergebnis daher? Ein halber Punkt für das Depot. Volle Punktzahl für Butlers. Kann Depot noch aufholen? Die letzte Runde, der Style. Depot liegt also hinten und hat jetzt noch die Chance aufzuholen im großen Style-Check. Thorsten Heyer beschäftigt sich viel mit Style, unser Visu-Experte. Woher wissen Sie eigentlich immer, was stylisch ist?
Jeder hat natürlich seinen eigenen Stil und wir schauen ganz woanders, nämlich in der Mode und in der Architektur, was gerade angesagt ist, und wandeln das dann in die Dekoration um. Man muss ja so ein bisschen nach vorne schauen immer. Und zu Hause gibt es auch viele Leute, die sagen, ich würde ganz gerne mal umdekorieren, aber ich weiß immer nicht so genau, was gerade so in ist. Wie erfahre ich denn das als Otto Normalverbraucher? Ja, ich denke auf jeden Fall, es gibt ja ganz viele Zeitschriften, Fachmagazine, die Inspiration geben oder auch das Fernsehen mit verschiedenen Formaten. Und so findet jeder seinen eigenen Stil. Also Augen und Ohren offen halten. Sie haben freundlicherweise für uns eingekauft bei Butlers und bei Depot und haben dann den ultimativen Style-Check gemacht. Und wir sind sehr gespannt, wie der ausgeht. Hier kommt das Ergebnis. Der Luisenpark in Mannheim. Im wechselhaften deutschen Frühsommer eine grüne Oase. Wir machen hier den Style-Check. Unser Deko-Experte Thorsten Heyer hat bei Butlers und Depot für je 150 Euro eingekauft. Sein Styling-Motto: Frühlingsfrischer Sonntagstisch. Beide Dekos sind Frühlingsdekorationen, das heißt, sie sind von der Thematik gleich. Ich habe auch dabei darauf geachtet, dass sie vom Stil her gleich sind. Und auf jeden Fall haben alle beide Dekos die gleichen Deko-Elemente, das heißt, sei es Platzteller, Servietten, Kerzen oder Blumen. Und das hat Thorsten Heyer gezaubert. Rechts der Tisch mit Deko aus dem Depot, links der von Butlers. Die gleichen Zutaten und doch ganz anders. Welche Dekoration gefällt den Besuchern des Luisenparks besser? Beides sehr schön, schön gemacht, nur links gefällt mir ein bisschen besser. Das ist schwer. Es sind beide schön. Ich würde mich an beiden setzen, je nachdem, wo es bessere Essen gibt. Mir gefällt persönlich diese Deko hier besser, wegen den Schieferplatten unten drunter. Das finde ich schön, das gefällt mir sehr gut. Spontan vielleicht eher rechts. Ja, hier bekomme ich mehr Frühlingsgefühle. Das ist mir ein bisschen zu voll, zu viel. Ich hätte gern die Blumen auf dem Tisch, dann wäre der perfekt. Den Wunsch können wir nicht erfüllen. Denn hier dürfen die Duellanten nur mit der eigenen Deko punkten. Die Parkbesucher wählen ihre Favoriten. Abgestimmt wird mit bunten Eiern. Ein Ei, eine Stimme. Leute machen mit, 7 enthalten sich. Das Ergebnis lautet 35 Eier für den einen Tisch, 23 Stimmen für den anderen. Der Rundensieger heißt Depot. Der Punkt in Runde 5 geht an das Depot. Das Endergebnis steht fest. 2,5 Punkte für das Depot, 3 Punkte für Butlers. Der knappe Sieger im Wieso-Duell heißt Butlers. Herzlichen Glückwunsch dem Sieger. Und das waren sie schon, unsere beiden Wieso-Duelle in der Doppelfolge. Danke fürs Zugucken. Bis bald. Tschüss. Futterhaus ist also teurer, aber ist deshalb auch die Qualität besser? Das testen wir jetzt, und zwar mit Futter, allerdings nicht mit dem frischen hier. Guck mal, hast du Hunger? Gar keinen Hunger? Ich gar keinen Hunger, gell? Das macht nichts. Wir testen Hundefutter, je 2 der Eigenmarken von Fressnapf und von Futterhaus. Die Proben werden im Labor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Speyer analysiert. Wir werden diese Hundefutter untersuchen auf Inhaltsstoffe. Wir werden nach Mineralstoff schauen, wir werden nach Spurenelementen schauen und wir werden Vitamine analysieren. Wie ausgewogen sind die Fertigfutter zusammengesetzt? Enthalten sie die richtige Mischung von Mineralien und Vitaminen? Die Ergebnisse der Untersuchungen. Als erstes kann man zusammenfassen, dass bei diesen Feuchtfuttern grundsätzlich immer zu viel Eiweiß und zu viel Fett ist.
Und ganz extrem war es beim Vitamin-A-Gehalt. Eine Überversorgung über längeren Zeitraum kann zu einer Reduktion der Futteraufnahme führen und zu Lähmungserscheinungen. Wie erklärt der Marktführer das Laborergebnis? In beiden Produkten wird zum Beispiel Leber verarbeitet, natürlicher Rohstoff. Und ebenso natürlich sind dann auch diese Schwankungen, denen das Ganze unterliegen kann. Allerdings, wir nehmen das sehr, sehr ernst, haben uns mit unserem Lieferanten und Produzenten dann auch zusammengesetzt und haben hier entsprechend die Rezeptur geändert. Das bedeutet, wir haben da auch insbesondere Laboruntersuchungen machen lassen. Und da konnte sich der Vitamin-A-Gehalt also deutlich geringer darstellen. Das Futterhaus teilt uns hingegen lapidar mit, dass das Futter für gesunde Hunde kein Problem sei. Das Rundenergebnis. Jeweils nur ein halber Punkt im Qualitätstest. Fressnapf bleibt in Führung vor der letzten Runde. Runde 5. Der Geschmack. Das Labor findet also Mängel bei beiden. Wie sieht's aber aus beim Geschmack? Wir haben die beste Jury zusammengetrommelt, die wir nur kriegen konnten. Und wollten wissen, was schmeckt denn eigentlich am besten? Ne? Der große Geschmackstest. Jetzt bei uns. Ja, fein, Mina. Nee. Für diesen Test braucht es einen guten Riecher. Wie den hier. Oder diesen. Auf der Heimtiermesse in Hannover haben wir sie gefunden. Unsere Testfresser. Wir bauen unseren Probierstand auf. Das Futterhaus tritt mit Activa Gold an. Der Premium-Eigenmarke. Sorte Lamm mit Reis. Fressnapf ist mit seinem Edelfutter Select Gold dabei. Geschmacksrichtung ebenfalls Lamm mit Reis. Wir stehen wahllos rum und ich finde mich im Markt sehr schlecht zurecht. Klarer Punktsieger in der ersten Runde, das Depot. Auf zur Testrunde Nummer 2, der Online-Auftritt. Eben war er für uns in den Läden, jetzt sind wir bei ihm zu Gast, bei Thorsten Heyer, unserem Experten in seinem Showroom. Hallo, danke, dass wir mal kurz reingucken dürfen. Was wir gerade eben im Film ja schon gesehen haben und auch bei Ihnen hier, wenn es um Dekoration geht, dann wird alles unheimlich schön präsentiert, besonders bei Depot ja gerade eben. Warum ist das so wichtig? Deko ist auf jeden Fall ein emotionales Thema und deshalb ist es sehr wichtig, dass das Ambiente auch stimmt, dass sich der Kunde wohlfühlt und dann kann er besser einkaufen. Und was mir auch aufgefallen ist in den Läden, haben wir ja auch gerade gesehen und bei Ihnen sieht man es auch, Sie haben so Themenwelten, in die man sich flüchten kann. Warum machen Sie das? Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden, wenn sie das einzelne Produkt sehen, oft nicht die Vorstellung haben, wie das Endergebnis aussieht. Und deshalb ist eine Erlebniswelt schon das Endergebnis und die Kunden können viel schneller entscheiden, ob ihnen dieses Thema gefällt. Also kleine Unterstützung für die Kreativität sozusagen. Genau. Sehr gut, wir reden gleich nochmal weiter, gucken uns aber vorher noch einen anderen wichtigen Bereich an, nämlich die Online-Shops der Duellanten. Beide Filialisten verkaufen ihre Waren noch im Internet. Sie wird für uns testen, wie gut das funktioniert. Caro Hans, Studentin, 22 Jahre alt. Normalerweise steckt sie ihre Nase tief in die Studienbücher. Heute soll sie für uns je 6 vergleichbare Artikel bei beiden Duellanten bestellen. Von der Kerze bis zum Espressokocher ist alles dabei. Testlauf Nummer 1, shoppen bei Butlers. Wir stoppen die Zeit, die Caro für den Einkauf braucht. So, ich suche mir jetzt erstmal die Kerze raus und gebe das einfach mal ein. Kriege ich auch direkt Vorschläge. Das finde ich immer gut. Bei der Kerze ist sie schnell erfolgreich. Und auch die 5 anderen Produkte findet unsere Online-Shopperin bei Butlers ziemlich zügig. Die Internetseite ist übersichtlich, der Bestellvorgang klar strukturiert. Insgesamt braucht Caro für ihren Einkauf 9 Minuten und 39 Sekunden. Gleicher Test bei Depot. Auch hier sind alle Produkte vorrätig. Unsere Testerin braucht allerdings etwas länger. 12 Minuten, 15 Sekunden. Ihr Eindruck? Mir gefällt Butlers besser, denn die Artikel sind super übersichtlich aufgezeichnet. Unten drunter hat man schon eine Detailansicht. Das heißt, es geht für mich einfach richtig schnell in einen Blick. Ich weiß genau, was ich haben will und dann kann ich direkt auf Bestellen klicken. An Depot fand ich nicht so gut, dass man, wenn man einen Artikel sucht und eine genaue Vorstellung hat, muss man wirklich erst auf den Artikel draufklicken, um dann Details zu bekommen. Und selbst die Details fand ich leider nicht ganz so ausführlich. Insgesamt haben wir 6 Testpersonen online einkaufen lassen. Ergebnis der Stichprobe: In Sachen Nutzerfreundlichkeit hat Butlers. Aber ist deshalb auch die Qualität besser? Das testen wir jetzt. Und zwar mit Futter. Allerdings nicht mit dem frischen hier.
Guck mal, hast du Hunger? Gar keinen Hunger? Ich gar keinen Hunger, gell? Das macht nichts. Wir testen Hundefutter. Je zwei der Eigenmarken von Fressnapf und von Futterhaus. Die Proben werden im Labor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Speyer analysiert. Wir werden diese Hundefutter untersuchen auf Inhaltsstoffe. Wir werden nach Mineralstoff schauen, wir werden nach Spurenelementen schauen und wir werden Vitamine analysieren. Wie ausgewogen sind die Fertigfutter zusammengesetzt? Enthalten sie die richtige Mischung von Mineralien und Vitaminen? Die Ergebnisse der Untersuchungen. Als erstes kann man zusammenfassen, dass bei diesen Feuchtfuttern grundsätzlich immer zu viel Eiweiß und zu viel Fett ist. Und ganz extrem war es beim Vitamin-A-Gehalt. Eine Überversorgung über längeren Zeitraum kann zu einer Reduktion der Futteraufnahme führen und zu Lähmungserscheinungen. Wie erklärt der Marktführer das Laborergebnis? In beiden Produkten wird zum Beispiel Leber verarbeitet, natürlicher Rohstoff. Und ebenso natürlich sind dann auch diese Schwankungen, denen das Ganze unterliegen kann. Allerdings, wir nehmen das sehr, sehr ernst, haben uns mit unserem Lieferanten und Produzenten dann auch zusammengesetzt und haben hier entsprechend die Rezeptur geändert. Das bedeutet, wir haben da auch insbesondere Laboruntersuchungen machen lassen. Und da konnte sich der Vitamin-A-Gehalt also deutlich geringer darstellen. Das Futterhaus teilt uns hingegen lapidar mit, dass das Futter für gesunde Hunde kein Problem sei. Das Rundenergebnis. Jeweils nur ein halber Punkt im Qualitätstest. Fressnapf bleibt in Führung vor der letzten Runde. Runde 5. Der Geschmack. Das Labor findet also Mängel bei beiden. Wie sieht's aber aus beim Geschmack? Wir haben die beste Jury zusammengetrommelt, die wir nur kriegen konnten. Und wollten wissen, was schmeckt denn eigentlich am besten? Ne? Der große Geschmackstest. Jetzt bei uns. Ja, fein, Mina. Nee. Für diesen Test braucht es einen guten Riecher. Wie den hier. Oder diesen. Auf der Heimtiermesse in Hannover haben wir sie gefunden. Unsere Testfresser. Wir bauen unseren Probierstand auf. Das Futterhaus tritt mit Activa Gold an. Der Premium-Eigenmarke. Sorte Lamm mit Reis. Fressnapf ist mit seinem Edelfutter Select Gold dabei. Geschmacksrichtung ebenfalls Lamm mit Reis. Wir testen Hundefutter. Je zwei der Eigenmarken von Fressnapf und von Futterhaus. Die Proben werden im Labor der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt in Speyer analysiert. Wir werden diese Hundefutter untersuchen auf Inhaltsstoffe. Wir werden nach Mineralstoff schauen, wir werden nach Spurenelementen schauen und wir werden Vitamine analysieren. Wie ausgewogen sind die Fertigfutter zusammengesetzt? Enthalten sie die richtige Mischung von Mineralien und Vitaminen? Die Ergebnisse der Untersuchungen. Als erstes kann man zusammenfassen, dass bei diesen Feuchtfuttern grundsätzlich immer zu viel Eiweiß und zu viel Fett ist. Und ganz extrem war es beim Vitamin-A-Gehalt. Eine Überversorgung über längeren Zeitraum kann zu einer Reduktion der Futteraufnahme führen und zu Lähmungserscheinungen. Wie erklärt der Marktführer das Laborergebnis? In beiden Produkten wird zum Beispiel Leber verarbeitet, natürlicher Rohstoff. Und ebenso natürlich sind dann auch diese Schwankungen, denen das Ganze unterliegen kann. Allerdings, wir nehmen das sehr, sehr ernst, haben uns mit unserem Lieferanten und Produzenten dann auch zusammengesetzt und haben hier entsprechend die Rezeptur geändert. Das bedeutet, wir haben da auch insbesondere Laboruntersuchungen machen lassen. Und da konnte sich der Vitamin-A-Gehalt also deutlich geringer darstellen. Das Futterhaus teilt uns hingegen lapidar mit, dass das Futter für gesunde Hunde kein Problem sei. Das Rundenergebnis. Jeweils nur ein halber Punkt im Qualitätstest. Fressnapf bleibt in Führung vor der letzten Runde. Runde 5. Der Geschmack. Das Labor findet also Mängel bei beiden. Wie sieht's aber aus beim Geschmack? Wir haben die beste Jury zusammengetrommelt, die wir nur kriegen konnten. Und wollten wissen, was schmeckt denn eigentlich am besten? Ne? Der große Geschmackstest. Jetzt bei uns. Ja, fein, Mina. Nee. Für diesen Test braucht es einen guten Riecher. Wie den hier.
oder diese. Auf der Heimtiermesse in Hannover haben wir sie gefunden, unsere Testfresser. Wir bauen unseren Probierstand auf. Das Futterhaus tritt mit Activa Gold an, der Premium-Eigenmarke. Sorte Lamm mit Reis. Fressnapf ist mit seinem Edelfutter Select Gold dabei. Geschmacksrichtung ebenfalls Lamm mit Reis. Wer wird wohl gewinnen? Ich lasse mich überraschen. Also ich kann es nicht wirklich sagen, welche Sorte jetzt sie bevorzugen würde. Ich denke, sie entscheidet sich für Fressnapf, weil wir das Futter von Fressnapf abgeben. Eigener Online-Shop, XXL-Märkte, Kleintierverkauf. Und das bringt Umsatz 2012 allein in Deutschland 968 Millionen Euro. Der Herausforderer, das Futterhaus, der Laden mit dem gelben Hund im Logo. Insgesamt 281 Filialen gibt es, bislang nur in Deutschland und in Österreich. Das Umsatzplus von 12% im vergangenen Jahr aber ist eine Kampfansage an den Marktführer. Das Wieso-Duell kann beginnen. Ringfrei für Runde 1. Das Sortiment. Vögel, Hunde, Katzen, Kaninchen und zwei alte Esel. Im Tierheim Heidelberg haben mehr als 100 Tiere ein zumindest vorübergehendes Zuhause gefunden. Und sie weiß, was ihre Tiere wünschen. Annegret Oehlenheinz, Tierheimleiterin. Schon von Berufs wegen eine ausgewiesene Expertin für Tierbedarf. Sie bitten wir, uns eine Einkaufsliste zu schreiben, mit der wir das Sortiment der Duellanten testen können. Es ist nichts Exotisches dabei, es sind Alltagssachen, die jeder Hunde-, Katzen- und Kleintierbesitzer immer wieder braucht. Vom Babyfutter für Katzen über das Kaninchenhaus bis hin zu Chinchilla-Badesand. 10 bunte Artikel für fast jeden tierischen Gusto. Alles für mein Tier, zumindest der Slogan von Fressnapf, passt doch schon mal. Wir arbeiten die Einkaufsliste ab und finden vieles ziemlich zügig. Happy Dog, Karibik, da haben wir es schon. Katzenfutter, Hundefutter, die Vogelsitzstange und selbst das Degu-Kräuterfutter, kein Problem. Bei der 15 Watt Leuchtstoffröhre allerdings scheitern wir. Das ist leider ausverkauft hier. 15 Watt ist nicht da. Rüber zum Futterhaus. Der Einkaufskorb füllt sich auch hier ziemlich zügig. Wir finden 8 von 10 Produkten. Die Gesamtauswertung im Tierheim Heidelberg. Insgesamt haben wir in je 3 Filialen von Fressnapf und von Futterhaus eingekauft. Von den 10 Produkten auf unserer Liste bekamen wir durchschnittlich 8,3 beim Futterhaus und 9,3 bei Fressnapf. Ein eindeutiges Rundenergebnis. Ein Punkt für Fressnapf. Fressnapf geht nach Runde 1 in Führung. Auf zur Testrunde Nummer 2. Die Beratung. Wer sich einen Welpen kauft, braucht gute Beratung. Meist ist der Fachhandel die erste Anlaufstelle für die Erstausstattung. Wir wollen wissen, wie kompetent beraten die Mitarbeiter der beiden Märkte. Fachliche Unterstützung holen wir uns bei Sonja Mayburg, die erfahrene Hundetrainerin. Darauf reagieren, Sie werden es mit Sicherheit fressen. Die hat zwar ein feines Näschen, aber ich würde sagen, sie wird schon alles fressen. Rottweiler Vasco darf als erster ran. Er rennt sofort zum Fressnapf von Fressnapf. Klare Sache. Auch Hundedame Lola hat die Qual der Wahl. Und die fällt auf das Futterhaus. Ein Knochen für den Herausforderer. Wohin dackelt wohl Wolfsspitz Iota? Fressnapf geht in Führung. 10 Hunde treten den Gang an den Walnapf an. Nicht alle wollen kosten. 2 verweigern die Abstimmung. Das Endergebnis deshalb 5:3 für Fressnapf. Ein knapper Sieg für Fressnapf in Runde 5. Das Endergebnis steht fest. Nur 1,5 Punkte fürs Futterhaus. Mit 4,5 Punkten der klare Sieger im Wieso-Duell, Fressnapf.
Fressnapf gewinnt also unser erstes Duell. Dazu herzlichen Glückwunsch. Aber damit sich Tiere und Menschen ja so richtig wohlfühlen zu Hause, braucht es noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Wohnlichkeit, Dekoration, Accessoires. Und genau das haben unsere beiden nächsten Duellanten im Angebot. Butlers und Depot. Unser Duell jetzt. 1995 eröffnet die Gries Deco Company die erste Depotfiliale. Heute gibt es rund 380 Depots in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit mehr als 330 Millionen Euro Umsatz ist Depot inzwischen Marktführer in Sachen Wohlfühlen im eigenen Zuhause. Butlers, der Herausforderer. Die Wurzeln des Unternehmens gehen zurück bis ins Jahr 1829. Die inzwischen 160 Filialen in ganz Europa machen im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Tendenz stark steigend. Das Wieso-Duell kann beginnen. Ringfrei für Runde 1. Der Shop. Cocooning heißt das aktuelle Zauberwort im Einzelhandel. Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und deshalb boomt das Geschäft mit Dekoartikeln und Wohnaccessoires. Die Profiteure des Trends, Butlers und Depot. Er wird die Duellanten für uns unter die Lupe nehmen, Thorsten Heyer. Ein Mann mit dem Blick für das Schöne, für das Außergewöhnliche. Mit seiner Agentur für Eventdesign organisiert er Veranstaltungen von Großunternehmen und Privatleuten. Seine Bewertungskriterien? Auf jeden Fall ist für mich immer was Stylisches. Jeder hat natürlich seine eigenen Stile und wir schauen ganz woanders, nämlich in der Mode und in der Architektur, was gerade angesagt ist und wandeln das dann in die Dekoration um. Man muss ja so ein bisschen nach vorne schauen immer. Und zu Hause gibt es auch viele Leute, die sagen, ich würde ganz gerne mal umdekorieren, aber ich weiß immer nicht so genau, was gerade so in ist. Wie erfahre ich denn das als Otto-Normalverbraucher? Ja, ich denke auf jeden Fall, es gibt ja ganz viele Zeitschriften, Fachmagazine, die Inspiration geben oder auch das Fernsehen mit verschiedenen Formaten. Und so findet jeder seinen eigenen Stil. Also Augen und Ohren offen halten. Sie haben freundlicherweise für uns eingekauft bei Butlers und bei Depot und haben dann den ultimativen Style-Check gemacht. Und wir sind sehr gespannt, wie der ausgeht. Hier kommt das Ergebnis. Der Luisenpark in Mannheim. Im wechselhaften deutschen Frühsommer eine grüne Oase. Wir machen hier den Style-Check. Unser Deko-Experte Thorsten Heyer hat bei Butlers und Depot für je 150 Euro eingekauft. Sein Styling-Motto, frühlingsfrischer Sonntagstisch. Beide Dekos sind Frühlingsdekorationen, das heißt, sie sind von der Thematik gleich. Ich habe auch dabei darauf geachtet, dass sie vom Stil her gleich sind. Und auf jeden Fall haben alle beide Dekos die gleichen Deko-Elemente, das heißt, sei es Platzteller, Servietten, Kerzen oder Blumen. Und das hat Thorsten Heyer gezaubert. Rechts der Tisch mit Deko aus dem Depot, links der von Butlers. Die gleichen Zutaten und doch ganz anders. Welche Dekoration gefällt den Besuchern des Luisenparks besser? Beides sehr schön, schön gemacht, nur links gefällt mir ein bisschen besser. Das ist schwer. Es sind beide schön. Ich würde mich an beiden setzen, je nachdem, wo es bessere Essen gibt. Mir gefällt persönlich diese Deko hier besser, wegen den Schieferplatten unten drunter. Das finde ich schön, das gefällt mir sehr gut. Spontan vielleicht eher rechts. Ja, hier bekomme ich mehr Frühlingsgefühle. Das ist mir ein bisschen zu voll, zu viel. Ich hätte gern die Blumen auf dem Tisch, dann wäre der perfekt. Den Wunsch können wir nicht erfüllen. Denn hier dürfen die Duellanten nur mit der eigenen Deko punkten. Die Parkbesucher wählen ihre Favoriten. Abgestimmt wird mit bunten Eiern. Ein Ei, eine Stimme. Leute machen mit, 7 enthalten sich. Das Ergebnis lautet 35 Eier für den einen Tisch, 23 Stimmen für den anderen. Der Rundensieger heißt Depot. Der Punkt in Runde 5 geht an das Depot. Das Endergebnis steht fest. 2,5 Punkte für das Depot, 3 Punkte für Butlers.